Mach mal nächstes Intro alles rückwärts. Also erst die Atombombe, dann das Schreien und dann der Rest, schreibt The Babbo Killer. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Beam G-Drive! Ja! Gelaufen als der Fahne, der Ostmoche, wie es heißt. No, Linoleum. Ja, Leute. Einfach gut. Wie ihr sehen könnt, wir machen heute eine Drei-Parteien-Disziplin. Was soll das bedeuten? Das erkläre ich euch. Wir werden heute drei Disziplinen spielen mit drei verschiedenen Autos. Schaut euch die Teams einmal an. Wir haben das Pennermobil. Ist klar. Den alten Tuk-Tuk-Drecks-LKW-Fahrer. Uff, Alter, muss ich los. Und den Schuh. Hier gibt es drei verschiedene Disziplinen zu absolvieren. Einmal den Weitsprung, einmal Bowling, das kommt als letztes, Leute. Und wer zerstört sich am geilsten? Leute, da unten sind die 1000 Spikes, die kennt ihr schon aus der letzten Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Kuss geht raus und wir sehen uns drin. Jo, Leute, 2. Dezember ist heute. Wir verlosen BMG Drive. Ihr müsst heute 7 Buchstaben herausfinden, die in diesem Video versteckt sind. Adventskalender, gönnt Leute. Teilt auf jeden Fall das Video an eure Freunde, falls ihr diese Aktion feiert. Und denkt dran, Leute, auf Instagram bitte die Buchstaben, das Lösungswort einreichen. Kuss geht raus, viel Spaß im Video. So, Leute, ich würde sagen, tuck, tuck, Digga, es geht los. Wir gucken mal, wer heute diese drei Königsdisziplinen für sich beherrschen kann. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Der landet gar nicht auf den Spikes. Leute, was meint ihr? Disqualifiziert? Okay, Leute, der Schuh ist als nächstes dran. Team Nummer 2. Team Blau. Oh, oh, der Schuh. Ja, das könnte noch was werden. Ah, das sieht schlecht aus, ne? Das sieht schlecht aus. Auch der Schuh hier, sag mal. Was ist da denn los? Leute. Das Pennermobil als Team 3. Natürlich in Gelb. Und wir ziehen hoch. Alter. Digga, das Ding ist ja richtig schwer zu kontrollieren. Ich weiß nicht, landet das Ding noch in den Spikes? Nee, das sieht auch ganz schlecht aus. Leute, alle drei disqualifiziert. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, Leute. Dann das Tuk-Tuk. Einmal rein in die Spikes. Ohne Rampe diesmal. Waren alle zu schwach. Die Autos waren zu schwach dafür. Rein da. Rein da, Tuk Tuk. Oh, Baby. Das sieht jetzt interessant aus, Leute. Motor ist im Eimer. Tuk Tuk ist noch relativ ganz. Also bei der Disziplin, Leute, kann ich natürlich nicht nur meine Meinung zählen lassen. Schreibt mal in die Kommentare, welche Zerstörung ihr am krassesten findet. Und dann versuchen wir im nächsten Video den Gewinner auszulosen. Leute, der Schuh ist natürlich auch am Start. Ich würde sagen, wenn man einen anderen treffen sollte, gibt es noch einen Bonuspunkt. Oha. 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 Nein. Oh, das war so knapp. Oh, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, Leute. Ja, müssen wir mal gucken, was mit dem Pennermobil ist, ne? Okay, Leute, das Pennermobil ist nochmal am Start. Wir lassen es mal reinfallen. Wir gucken mal, das segelt so ein bisschen im Wind, ne? Oh, Pennermobil! Jo, was ist da denn passiert? Hm. Also vom Zerstörungsgrad, Leute, ich weiß ja nicht, wir gucken noch mal rauf. Pennermobil, der Schuh, Leute, und das Tuk-Tuk. Was meint ihr, Leute? Nehmt ihr das Tuk-Tuk, das Pennermobil oder den Schuh? Schreibt's gerne mal rein unten. Wir sind in der nächsten Disziplin, und zwar den Weitsprung. Wer schafft es zuverlässig durch den ersten Ring? Auch hier haben wir wieder eine hohe Rampe, eine kleine Rampe. Wir gucken uns das mal an. Na komm. Bisher kann man nicht zum ersten Punkt sagen, weil da ging nicht viel. Aber das sieht natürlich ganz schlecht aus. Das sieht ganz schlecht aus. Wir schauen natürlich, wie weit die Autos kommen. So, das ist hier der erste Versuch. 100 Meter vielleicht. Das ist der Weithochsprung, Leute. 100 Meter, würde ich sagen. Wir gucken mal weiter. Okay, Leute, hier das Tuk-Tuk.
Es geht los. Auch der muss natürlich nochmal über die hohe Rampe, aber geschwindigkeitstechnisch, es wird schwierig. Es wird schwierig. Ayos mios. Tuk tuk, Alter, gib alles. Na komm. Wenigstens 100. Oh, Junge, ich glaube, der schafft es nicht mal über die Rampe. Ich glaube, der schafft es nicht mal über die Rampe. Oh, doch. Ich nehme alles zurück. Oh mein Gott, das Tuk-Tuk schafft ihr nicht mal 100 Meter. Ja, ist natürlich auch langweilig, Leute. Langweilig. Mal sehen, was das Pennermobil jetzt drauf hat. Ihr denkt, das Pennermobil ist jetzt hier lockerlässig durch. Ich sage euch, was das Problem ist. Die Kontrolle über den Wagen. Die Kontrolle über den Wagen, die wird nämlich, wenn das Ding einmal in die Hüpfe geht, nicht gut. Okay, doch. Bahnwitz, Kontrolle ist da. Oh, 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 oh. Kommt das mehr als 100 Meter? Kommt das mehr als 100? Ja, ja, alles klar. Es war knapp, Leute. Es war knapp. Aber das Pennermobil hier mit, ich würde sagen, guten 200 Meter am Start. Wer hätte es gedacht? Okay, Leute. Dann nochmal auf die niedrige Rampe. Mit dem Tuk-Tuk jetzt und Fullgas rein. Da bin ich gespannt, ne? Beim Pennermobil werden wir nur den ersten Versuch zählen. Heißt, wenn wir abrutschen, disqualifiziert. Jetzt kann ihr das Tuk-Tuk nochmal mehr als 200 Meter machen. Mit 130 km/h. Ich bin gespannt. Es ist möglich, theoretisch. Es ist möglich. Ja, ja, ja. Gas loslassen, Gas loslassen. Zählt sonst nicht. Oh. Tuk-Tuk hier mit einem Rekord. Let's go, Leute. Super Schuh rein und fetzen. Ja, also so wie das Ding schon beschleunigt, würde ich sagen, packt es vielleicht sogar schon Richtung 400 Meter. Ja, okay, das ist ein bisschen zu wild. Ich würde mal sagen, es kommt halt drauf an, ob es jetzt vom Ring geblockt wird, ne? Das wäre es natürlich jetzt. Oh, oh, oh! Oh! Verschafft hier nochmal dem Tuk-Tuk eine kleine Dämpfung. Naja, Superschuh hat hier die 400 Meter gepackt, also 500 fast sogar, Leute. So, Leute, jetzt das Pennermobil. Das Ding kann hier jederzeit abrutschen. Wird also schwierig. Okay, okay. Okay, okay, wir geben Gas. Wir geben Gas. Pennermobil! Oh mein Gott! Das ist nicht wahr, oder? Das ist nicht wahr. Das Pennermobil ist hier disqualifiziert worden. Damit steht unser Sieger für die Weithochsprung-Disziplin fest. Und es ist der Schuh. Die Bowling Pins sind am Start. Und wir wollen natürlich wissen, wie es läuft, wenn wir hier die Bowling Session angehen. Also, jeder zwei Versuche, wer am meisten Bowling Pins abräumt. Der Superschuh zieht hier durch und wir gucken mal, wie es läuft. Wir gucken mal, wie es läuft. Ich denke, also, die sind relativ klein. Wir sollten hier alle wegkriegen. Okay, okay, okay. Okay, ganz locker. Oh! Oh mein Gott! Alter Schwede! Einer ist noch übrig. Neuner. Neuner. Der Schuh hat hier Neuner abgeräumt. Alter, krass. Okay, Leute. Tuk-Tuk ist auch am Start. Mal sehen. Die Karre ist groß. Klobig. Also, dass wir da einen Zehner rausholen, halte ich für sehr wahrscheinlich. Wir gucken uns den ganzen Lachs mal an. Ja, doch, Leute. Ja, doch. Das geht doch. Das geht auch noch. Oh, oh, Tuk-Tuk zieht hier nach links. Oh, Ayos mios, Leute. Als ob. 7. Nee, ich hätte nicht gedacht, dass das so ausgehen kann. Schuh 9, Tuk-Tuk 7 bisher. Okay, Leute, dann das Pennermobil. Hier ist die Geschwindigkeit das Problem, weil wir dadurch Grip verlieren. Aber mit dem Maschinengewehr im Gepäck sind wir am Start. Und komm, Digga, gib ihn. Und rein da. Oh! Leute, das Pennermobil hat hier einen Zehner abgeräumt! Erster Strike! Also, wir werden hier natürlich ein bisschen nach Punkte gehen. Ein Strike zählt eigentlich doppelt danach. Aber wir gehen jetzt hier mal nur nach Punkten, also 10. Der Schuh muss jetzt hier ordentlich reinhauen. Mit 9 am Start. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Leute, hier nochmal einen kleinen Drall rein. Und. Oh, ja. Oh, da, der Bowlingpin. Da ist noch einer. Der Schuh hat hier leider blockiert. Es gibt keiner mehr um. Leute, 9 plus 8 macht 17. 17 Punkte für den Schuh. Okay, Leute, Tuk-Tuk hier unter Druck. Muss jetzt hier definitiv einen Zehner machen. Denn das Pennermobil hat schon ordentlich vorgelegt.
Wir schauen uns das an. Tuk Tuk mit voll Karacho rein. Komm, mein Bester. Zieh, Junge. Zieh, zieh, zieh. Oh, wer weiß, wie es ausgeht. Oh, oh, oh. Neuner. Leute, der Schuh und Tuk Tuk sind hier auf gleicher Linie. Jetzt liegt's am Pennermobil. Leute, das Pennermobil ist heiß. Und gib ihn, Digga. Losfahren. Alles klar, rein da. Leute, das Ding muss jetzt mindestens 7 haben, damit hier der Win drin ist. Oh, Baby. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? 8. Oha. Oha. Alter, das Pennermobil hier. Gar nicht mal so knapp gewonnen, die Disziplin. Alter Schwede, Leute. Damit steht's 1:1 aktuell. Und je nachdem, was ihr sagt, welche Zerstörung hier am Start ist, bin ich mal gespannt. Ja, Leute, das war's mit einer weiteren Folge von BMG Drive. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr das Format gefeiert habt. Kuss geht raus. Denno out.